Dann sollte ihr meinen, die gesamte Praxiskirche in der Landvergehöre umgekrempelt. Aber dafür sind wir nicht hier. Da gebe ich euch nicht Unrecht. Nur leider fürchte ich auf ihm, dass wir zwei sehr verschiedene Interpretationen dazu haben. Ja, Landi, wie vielte Praxiskirche, die ihr umkrempeln wollen würdet, wäre das dann jetzt? Die vierte. Gleich viel. Sollten wir uns anhören, was dieser Geweihte zu sagen hat? Ich bin mir sicher, es kann auch interessant sein. Ja, wo wir gerade von den Zornbrechtern sprechen. Der hier, Diamantes geht in die Arena. Tötet die Echse. Warum? Das ist gut. Jede tote Echse ist die gute Echse. Erklärt mir noch einmal, wer diese Echse ist. 10 Jahre unbesiegter Gladiator, ein Schlechter in der Arena. Und Diamantes wird sie nur mit einem Dolch niederstrecken. Dies erscheint mir riskant. Das wird riskant. Vor allem, warum will er das tun? Es wäre nicht Al-Anfa ohne ein Risiko. Und ein wenig habe ich auch an dich gedacht, Boltax, als sie mir von der Echse in der Arena erzählt haben. Ja, Du kannst mir sagen, falls du meine magische Unterstützung brauchst, währenddessen, sag einfach Bescheid. Und dir sagt, diese Echse ist ein ungeschlagener Lokalfavorit, ja? Naja, also sie ist wirklich, wirklich gut von dem, was ich gehört habe. Gehört wohl Zornbrecht. Also würde eine solche Herausforderung einiges an, sagen wir, Aufsehen unter dem einfachen Volk generieren. Ja, die ganze Arena wird voll sein, von oben bis unten. Und eine Arena, die voller Leute ist, ist natürlich auch voller Buchmacher, möchtet ihr mir sagen. Ja, die wetten werden. Also wenn er hier gewinnt, ja, sind wir so reich. Das hatten wir in Mendena schon versucht. Das funktioniert nicht. Es wird funktionieren, vertraut mir. Wem gehört diese Echse? Unrecht, habe ich doch gesagt. Wäre es ein gutes Mittel der Wahl, einen Gran gegen sich aufzubringen? Ja, ich meine... Also, seien wir ehrlich, irgendwer wird uns hassen, wenn wir hier weggehen. Vermutlich mehrere Leute. Wir müssen uns nur aussuchen, wer uns hasst. Für wann habt ihr diesen Kampf angesetzt? Der ist in 5 Tagen. Aber er muss sich auch erst noch einschreiben. Dann sollten wir bis dorthin herausfinden, wie wir zu den Zornbrechts stehen. Und... Der Kampf könnte ja auch nicht tödlich enden. Das meine ich damit. Ich bin mir allerdings sicher, dass die Wettquoten besser sind, wenn man auf eine Tötung setzt. Zeit, sich einzuschreiben, werden wir wohl genug haben. Ich gehe nicht von aus, dass irgendwer diese Echse herausfordern wollen würde. Wir müssten natürlich sicherstellen, Diamantes, dass sie auch gewinnt. Ja, das ist ja kein Problem. Ich bin mir sicher, uns fallen da einige Möglichkeiten ein. Ja, unterschätzt die Zornbrechts nicht. Die haben da ein gutes Auge auf die Arena. Ich weiß nicht, wie viele Magier da sein werden, aber die sind nicht dumm. Also dies lieber, würde ich auch denken. Lieber hier, Boltax, du bist doch unauffälliger, weil du nicht diesen Beschwasch da machst, den Armin mir immer macht. Richtig, richtig. Andererseits dürfte wohl bekannt sein, dass auch Boltax über einige Zauber verfügt. Naja, aber ich sehe nie, dass er zaubert. Also es geht immer irgendwie, aber er macht immer nix. Ja. Nun eine andere und nur am Rande damit verbundene Frage. Aber mir, habt ihr bereits mit diesem, wie hieß er, Dr. Spinnenbein gesprochen? Nein, ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Oh, hervorragend. Wärt ihr doch wohl so gut, mir Bescheid zu sagen? Ich würde gern mitkommen. Was wollt ihr von ihm? Ein paar Fragen stellen. Aber das ist jetzt nicht sowas, wo wir am Ende ganz schnell weglaufen müssen, weil ihr ihn umgebracht habt. Nicht diese Art von Fragen, nein. Ich frag nur. Nun gut, die können mich gerne begleiten. Hervorragend. Bin mir sicher, es wird eine sehr fruchtvolle Unterhaltung. Warum werde ich jetzt misstrauisch, wenn ihr so etwas sagt? Der Plan ist also der folgende. Wir werden diese kleine... Feier. Diese kleine Feier organisieren, werden schauen, wer von den Granden sich dazu herablässt, zumindest einen Vertreter zu senden. Oder einen Sohn, Tochter, wie auch immer. Und werden versuchen, eine Abschätzung darüber zu treffen, wer uns gewogener sein könnte. Dies ruft natürlich die Frage auf den Plan, wo wir diese Soiree veranstalten. Ja, dann blickt sich im Raum um. Nun nicht hier. Die Akademie, wie
Kapitän Abel mir schon ansprach, wäre eine Option, aber die liegt natürlich auch in der Hand der Zornbrechts und würde nicht als neutraler Ort rüberkommen. Ich dachte eher das beste Hotel am Platz hier in der Antwerp. Eine andere Idee. Wie wäre es denn mit einem Hafenkonzert? Nein. Ich denke, es ist derzeit eine schlechte Idee, die Granden dazu aufzufordern, sich an einem öffentlichen Ort zu versammeln, an dem sehr viele... an dem sehr viel Volk unterwegs sein könnte. Ich dachte an das Hotel, das erste Hotel am Platz hier in der Landfahr. Wie hieß es noch gleich, die Residenz? Das lässt sich bestimmt herausfinden. Das war das Haus, das auch letztes Mal empfohlen wurde. Exakt. Die Perle von der Anfang. Fast. Die schwarze Perle ist die Stadt. Das Hotel heißt nur die Perle. Nun, ich denke, sie haben das Personal und nun ja, die Möglichkeit, nur so eine Feier auszurichten. Ja, das wird aber sehr teuer. Nun ja, wir sind nicht die Ärmsten. Und wer Geld verdienen will, muss Geld ausgeben. Ich hab euch gewarnt, mehr wollte ich nicht sagen. Wir können das Ganze auch für ein geringeres Budget auf unserem Schiff veranstalten. Das finde ich persönlich gar nicht schlecht. Ist aber nicht angemessen. Doch. Wir haben ein sehr prächtiges Schiff, finde ich. Nun, die Frage ist, was motiviert die Granden, uns einen Besuch abzustatten? Besichtigung eines alanfanischen, früher horasischen Kriegsschiffes. Das ist ein guter Punkt, denn ich denke, sicher, wir sollten bei den Örtlichkeiten nicht sparen, denn sonst könnten sie sich beleidigt fühlen. Aber auf der anderen Seite haben sie alles, was mit Geld zu kaufen ist. Vielleicht ist eine Besichtigung unseres Schiffes tatsächlich etwas, was sie aus irgendwelchen Gründen reizt? Ich denke, wenn wir erst einmal einen Granden, einen wichtigen, dazu bekommen, öffentlich zu veräußern, dass er sicher an der Survey teilnehmen wird, wird dies die alle anderen dazu zwingen, zumindest ein wenig Farbe zu bekennen und auch aufzulaufen. Ihr meint so jemanden wie die Spektabilität der magischen Fakultät? Ich meine sehr entschieden nicht jemanden wie die Spektabilität der magischen Fakultät. Warum? Er ist ein Grande. Tatsächlich. Ja. Ein wichtiger? Ja, er ist Spektabilität. Nun, meint ihr nicht, Beutax, dass es einer Intrige etwas hinderlich sein könnte, einen so brillanten Hellsichtsmagier im Raume zu haben? Das Problem ist, wir haben ihn schon eingeladen. Ja, die Spektabilität ist, soweit ich weiß, nur eingeheiratet. Er ist kein gebürtiger Zornbrecht. Ah. Einmal mehr die Zornbrechts. Warum scheint alles in dieser Stadt auf die Zornbrechts hinauszulaufen? Nun, wir haben doch noch eine andere Verbindung zu den Granden. Unser guter alter Freund. Hat jemand herausgefunden, wo dieser Marbo-Tempel überhaupt sein könnte? Naja, der ist direkt gegenüber vom Chor-Tempel, aber so wie ich das verstanden habe, findet da gerade irgendeine Trauerfeier oder sowas statt. Tempel ist momentan geschlossen. Ja, da sind wir entlang gelaufen. Vorher stand keiner, nur die Wache. Ja. Aber ja, unser guter alter Freund könnte sicherlich seine werte Tante, wenn ich mich nicht täusche, dazu animieren, uns zumindest einen kleinen Besuch abzustatten. Nun, wenn wir überlegen, wo wir diese Feier veranstalten wollen, ich weiß nicht, welche Plätze zu geeignet sind, aber ich würde mal die Plantage Monterey in den Raum werfen. Plantage klingt, als wäre es weit weg und eher rustikal. Eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Also, wenn ihr da Granden hin einladen wollt, muss eure Plantage beeindruckender sein, als ich dachte. Und dann wird es wohl kein passender Punkt. Ja. Bin für das Schiff. Es kostet uns wenig Geld. Wir haben Personal selbst vor Ort. Kein gutes. Ihr wollt doch nicht wirklich einem Trollzacker ein Glas Bosparania in die Hand drücken. Nein, daran hatte ich gar nicht gedacht. Um den Granden die Sicherheit zu garantieren, haben wir Personal vor Ort. Abelmir, warum sprecht ihr nicht mit dem Master der Perle und schaut, was er uns anbieten kann? Ich denke auch, wäre eine gute Idee. Nun, möglicherweise könnte die Perle auch eine Veranstaltung unter freiem Himmel bedienen. An Deck möglicherweise. Das wäre eine gute Verbindung von beiden Vorschlägen. Ja,
Das klingt annehmbar. Ja, solange es nicht zu teuer ist. Und solange die Trollzacker sich ein paar Stunden unter Deck halten können. Ja, ich denke, das kriegen sie hin. Alternativ können wir ihnen vielleicht ein wenig, sagen wir, Ablenkungsprogramme in der Arena verschaffen. Naja, ich weiß nicht, ob die mitmachen dürfen. Wenn man die Sklaven alle nur umbringt, dann muss man die bezahlen. Das ist richtig, aber andererseits müsste ich es ihm so verkaufen, dass die Trollzacker sehr exotische Krieger sind. Das könnte wiederum funktionieren. Das denke ich auch. Alles, was ihnen Abwechslung bietet, dürfte reizvoll sein. Man unterschätzt, wie langweilig es ist, reich und mächtig zu sein. Ich nehme allerdings Rafims Einwand an und denke nicht, dass wir da viel Geld dran verdienen können. Woran? Das ist wahr. Naja, an der Feier, das würde er Geld ausgeben, um Verbindungen zu gewinnen, denke ich. Richtig, die Feier ist da, um einmal hineinzuhorchen, am Puls der Zeit zu sein, gewissermaßen. Was ist eigentlich mit dem Patriarchen der Boronkirche? Er ist auch ein Grande, oder? Nominell? Naja, ist der Anführer Lanfers. Dann sollten wir ihm auch eine Einladung schicken. Ich kneif die Augen zusammen und mustere Rafim eine Weile, sage aber nichts. Naja, er wird nicht kommen, aber er wird sich neutral dazu äußern. Ach, ihr versteht das nicht. Nein, aber wenn ich ihm schreibe, dass ich den schwarzen Drachen umgebracht habe, müsste ihn das als Boroni doch eigentlich sehr glücklich machen. Ja, du wirst überrascht sein. Ich denke, der Patriarch ist so etwas wie das leere Zentrum dieses Spiels. Der Punkt, um den alles sich dreht und der gleichzeitig nicht teilnimmt. Der Patriarch hält sich aus allem heraus und deswegen greift ihn auch niemand an. Er tritt auf niemandes Füße und lässt sie untereinander kabbeln wie Kinder. Das ist aber auch nur seit Amir Honak so. Vater war da ganz anders. Vater war eine eiserne Faust, die sie zum Knien brachte. Aber sein Sohn scheint eine andere Politik zu bevorzugen. Möge Boron ihn an seiner Tafel haben. Oi. Nun, mal was anderes. Wir haben uns über die Granden unterhalten, aber die Granden sind nicht die einzigen, die Schiffe zur alanfanischen Flotte beitragen. Ein Großteil, ich schätze es mal auf ein Drittel nach Phrygaios, davon sind am wenigsten gefallen, sind immer noch Freibeuterschiffe. Wir könnten uns an deren Kapitäne wenden und so uns ja, ihre Gefolgschaft oder ihre Unterstützung zu sichern. Die Gefolgschaft von Piraten ist leicht zu haben und schwer zu behalten. Ist nicht wert, ihr treue Schwüre. Ihr habt recht, aber wem werden diese Piraten folgen, wenn nicht uns? Sich selbst und ihrem Geldbeutel. Ja, es sind Piraten. Wenn Paligan sie für sich gewinnen kann. Ist das möglich? Vermutlich. Naja, die meisten, die er für sich gewinnen konnte, sind ja schon da. Seine Flotte ist ja jetzt schon mehr als beeindruckend. Wie hieß dieser Bastard auf der Knochenotte? Das war doch auch mal Pirat. Kann man schon eine tiefschwarze Seele haben, um sich Paligan anzuschließen. Nun ja, sie liegen vorher dem Buckel und jetzt dienen sie Paligan. Nun, ich habe auch damals nicht viel auf die Freibeuter gegeben, aber in Phrygaios haben sie uns richtig den Arsch gerettet. Ohne sie hätten wir nicht mal den Anteil unserer Flotte, die wir jetzt wieder aufgebaut haben. Und die Orasier haben uns zerschossen. Der Pirat oder alanfanische Freibeuter mit den giftgrünen Segeln. Den Vornamen habe ich vergessen, aber Lolonna hieß er. Er hat wohl da einiges zu sagen unter dem Lolonna? Freibeutern. Klingt wie Nostrianer. Und wo hat er seinen Heimathafen? Liegen seine Schiffe hier in der Nähe? Und er lebt wohl und sitzt damit in der Regierung in der bekannten Piratenstadt Charypso, von der habt ihr doch bestimmt auch schon gehört. Sind wir an der nicht vorbeigefahren? Ist das nicht noch weiter südlich?
Nein, das ist viel weiter südlich. Wir müssen weiter südlich. Das hat die Prophezeiung uns gesagt. Welche Prophezeiung? Ach so. Ihr meint ja nicht von diesem Handleser, oder? Doch, aber es ging um etwas anderes. Wir haben ihn zu Edo gefragt. Diese Geschichte. Ja. Und innerhalb des Mooses konnte sich ganz deutlich eine, zum einen eine Ausrichtung, das war nicht mit dem Moos, oder war das mit dem Moos? Ihr solltet die Geschichte von Anfang an erzählen. Also, es begab sich aber zu der Zeit, da wir in der Akademie waren und wir haben mit der Spektabilität geredet und ich habe die Spektabilität die Magiergrafen von Edas aufgeklärt und ihr in meinem Geiste die Erlebnisse, die ich vor dem Bild gesehen habe, übermittelt. Und dann meinte die Spektabilität, dass ich mich doch am sinnvollsten, an die Sterndeuter wende. Also sind wir zu den Sterndeutern und als wir auf dem Weg zu den Sterndeutern waren, da haben wir Philosophen getroffen. Diese Philosophen hatten überhaupt keine Ahnung. Vollkommene Narren, sage ich euch. Also sind wir weiter in die mathematische Fakultät gegangen. Da ist so ein hoher Turm darauf und wir sahen ein Schiff. Und aus diesem Schiff, da kamen ganz viele Hölzer und Stöcke heraus und Abelmir meinte, er hat einen mathematischen Fehler gesehen. Aber das war Mumpitz und ein Hesinnegeweihter hat ihn belehrt. Da war ein Fehler. Nein. Diese Hesinnegeweihte war sehr klug und hat Abelmir erklärt, warum er falsch liegt. Also sind wir dann mit der Hesindegeweiht nach oben in diesen Turm gegangen, zu den Sterndeutern. Und der Sterndeuter hat dann gesagt, wir müssen einmal zurück Richtung Elburum, nicht wahr? Und einmal noch weiter in den Süden vordringen. Denn der Magiergraf von Edas, der wirkt aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart und die Zukunft hinein. Und wir müssen ihn an zwei verschiedenen Orten finden. So. Südlich ist tatsächlich nicht so viel mehr? Oh doch, es gibt eine wichtige Insel noch weiter südlich. Es ist eine vulkanische Insel und darunter liegt ein Heiligtum. Südlich liegt vor allem endlich wieder Preyas gefährliches Land mit Notadem. Boltax, seid ehrlich. Habt ihr das erfunden, weil ihr zu diesem Vulkan wollt? Nein, Abelmir war dabei. Nun, er hat das ein wenig ausgeschmückt, aber... Kurz und gut, dieser Horoskopsteller, der kam mir merkwürdig vor. Er sagt uns das, was wir teilweise hören wollten und ihm schon gesagt haben. Also, ob man ihm trauen kann, ich bin mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall morgen noch einmal einen Termin mit ihm. Zulamin, ihr könnt ja mitkommen. Ihr versteht euch auf diese Zeichensprache doch echt gut. Er hat von solchen Zeichen gesprochen. Nun, ich öffne meinen Geist, um Zeichen meiner Göttin zu empfangen? Ja, ich denke, so etwas wird das sein. Wenn ihr wollt, dass ich mitkomme, kann ich das tun. Ja, wir werden Vögeln zuhören. Nun, ich denke, ihr deutet wohl den Vogelflug, soweit ich weiß. Oder er liest aus ihrer Eingeweide. Nein, er hat aus dem Kaffeesatz gelesen und aus den Knochen und aus dem Moos und aus den Sternen und aus unserer Hand. Eingeweide hat er bisher nicht gelesen. Aber unser Schamane, unser Shachsuli, also nicht ich, sondern der andere, der liest manchmal aus Ziegeneingeweiden, aber das hat seltener etwas damit zu tun, sondern nur mit Kampfglück. Und natürlich. Südöstlich von hier ist tatsächlich eine Insel und auf der liegt auch Charybso, wenn wir die Straße von Scylla durchqueren. Da Scylla jetzt in alanfanischer Hand ist, ich weiß, die Pläne davon wurden schon Jahre zuvor geschmiedet und sobald die Stadt eingenommen wurde, sollte auch eine Blockade in der Straße errichtet werden, aber da habe ich keine aktuellen Informationen zu. Wie gesagt, ich traue diesen Piraten nicht allzu weit. Die sind nur auf Gold aus. Mir zählt sie nicht. Da habt ihr recht, also ich würde denen auch keinen Meter trauen. Aber habt ihr eine andere Wahl? Ich glaube nicht, dass wir sie kaufen können. Zumindest nicht dauerhaft. Aber, wie gesagt, bevor Paligan sie auf seine Seite zieht... Wir müssen uns ein gutes Mittel überlegen, um sie an uns zu binden. Geld. Oder Beute. Ich habe nicht gesagt, dass wir ihnen Geld geben sollen. Wir sollten ihnen nur erklären, dass sie Geld bekommen könnten. Von wem? Das müsst ihr euch ausdenken. Na
wir sollten jedenfalls besser wie die zukünftigen Gewinner aussehen. Ihnen klar machen, dass sie verlieren werden, wenn sie sich auf die Seite von Polygon stellen würden. Wissen wir denn ansatzweise, wie groß die Flotte von Polygon ist? Naja, also wenn ihr es gegenrechnet mit unseren Schiffen, riesig, weil so eine Dämonenarche, da fetzt ja Dutzende. Die Dämonenarchen sind das größte Problem. Seine profanen Streitkräfte dürften eher Mittelmaß haben, solange er sie... Verzeiht. Solange Hafax seine Maraskan-Flotte nicht abbringen konnte. Nun, und die Dämonenarchen plündern jetzt schon seit Jahren in der blutigen See. Reichtümer, die sich dort finden lassen würden. Vielleicht reicht es ja mitunter als Versprechen, die Reichtümer auf einer solchen Arche aufzuteilen. Nun, Piraten hängen gewöhnlich an ihrem Leben. Sie damit zu ködern, eine Arche zu erstechen. Naja, wenn wir dieses Horn besorgen, das Horn des Effert, und die Archen außer Gefecht setzen, vielleicht müssen es ihnen schmackhaft machen. Wir sagen ihnen, wir haben eine effektive Waffe gegen die Arche und kommen mit der Geschichte, die euch wieder bereits unterlaufen ist, Jalan, dass ihr eine Arche tatsächlich besiegt habt, entern konntet und sogar eine Weile mit ihr gefahren seid. Und vergesst dabei nicht zu erwähnen, die unglaublichen Schätze, die sich in ihrem Bauch befanden. Naja, vielleicht sollten wir ihnen nicht sagen, dass man Archen auch selber fahren kann. Kann man nicht. Das führt nur zu dummen Ideen. Kann man vor allem nicht wirklich. Ja, wir sollten vermeiden, dass irgendjemand auch nur auf die Idee kommt. Wir sagen einfach, wir haben eine Waffe und erzählen denen nicht, was es für eine Waffe ist, damit die Information nicht in Feindeshände gerät. Naja, die Waffe wurde ja schon mal eingesetzt. Ich denke, die wissen auch, dass das Ding existiert. Kommen wir doch noch einmal zu besagter Insel zurück. Ja, dein Vulkan, Boltax. Genau, auf der Insel Sorak. Was wollen wir da? Dort ist ein mächtiges Heiligtum. Ich frage noch einmal, was wollen wir dort? Dort wird sich sicherlich etwas herausstellen, was uns bei dem Magiergrafen weiterhilft. Wie kommt ihr darauf? Hast du ein Gefühl deines Gottes, Boltax, eine Eingebung von Sumo? Helft mir auf die Sprünge, was wollen wir von diesem Magiergrafen noch gleich? Ihr erinnert euch an das Bild, nicht wahr? Das Bild, das wir eingemauert haben. Richtig. Auf dem Bild war der siebte Schleier zu sehen. Und ein mächtiges Artefakt der Widersacherin. Und der Tetraeder. Ich möchte diese Sache nicht auf sich beruhen lassen. Nun, gleichzeitig haben wir aber auch nicht unbedingt Zeit, um auf irgendwelchen Inseln, von denen wir nicht ganz sicher sind, wo sie überhaupt liegen, irgendwelchen seltsamen Eichkümern nachzugehen, in denen vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Hinweis auf irgendetwas liegen könnte, das also, vielleicht oder vielleicht auch nicht relevant für uns sein könnte. Also, ich kann euch Folgendes sagen. Die Insel befindet sich in der Kronkolonie Südmeer. Eine horasische Kronkolonie, die von Velhanka gesteuert wird. Und Jalan, wenn euch das noch nicht überzeugt hat, es ist eine andere edelsteinreiche Insel. Dort gibt es... Unmengen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Nun gut, wir werden... Ich bin mir sicher, an der Navigatorenschule werden sich Seekarten bekommen lassen. Wir werden ja schauen, wie lange wir dahin brauchen. Ja. Oder vielleicht bei der Admineralität. Der hätte ich gerne auch einen Besuch abgestattet. Eher aus persönlichem Interesse. Um zu schauen, was der Nachfolger von Franja aus ihrem Erbe gemacht hat. Auf die eine oder andere Weise sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass eine Abreise aus Alanfa vermutlich bedeutet, dass wir jeglichen Einfluss, den wir bis dahin hier gewonnen haben, vermutlich verspielen. Also nehmen wir ihr Geld, wenn wir fahren, ja? Ihr Geld oder ihre Schiffe, was auch immer sie uns geben wollen. Nur sollten wir nicht damit rechnen, sobald wir erst einmal aus der Reichweite der Granden entschwunden sind, dass sie noch drei Pfifferlinge auf uns geben. Pfifferlinge sind fantastische Speisepilze. Ich hatte eigentlich vor, Handelsbeziehungen für Janka aufzunehmen. Und sollte sich ein Haus finden, das daran Interesse hat. Und das wird eine andere Sache sein. Schließlich geht es hier um beiderseitigen Profit. Naja, das Gleiche werden wir auch versprechen müssen.